Hey, ich grüße euch. Ich habe viel um die Ohren gehabt und mache jetzt ein Video mal über Komplettsammeln. Ich habe früher auch komplett gesammelt. Ich habe damals durch Zufall angefangen zu sammeln wieder. Da war ich schon älter gewesen nach dem Studium. Das war während des Studiums. Da haben damals meine Eltern zu Weihnachten wie gewünscht, damals am Micro Machines einen X-Wing gewünscht. Und die haben mir so einen X-Wing geschenkt von Hasbro, Power for Forces 2, einen größeren. Und war keine Figur bei gewesen. Ich bin dann reingeguckt gegangen bei Real, da gab es Figuren, eine Figur 10 D-Mark, umgerechnet 5 Euro, günstig. Waren da eine Wave 8 Figuren, war günstig gewesen. Und dann habe ich dann gemerkt, wäre Figuren in den USA explosiv. Da habe ich einen Comic-Shop gefunden in Bochum, Clowns and Helden Toys. Habe ich dann die Figuren auch da gekauft, mir gefehlt haben, oder Comic-Messe in Bochum, Rohlanteile, Filme-Figuren-Börse in Bochum. Da habe ich auch Figuren gekauft damals. Also ich habe ganze Figuren, die rausgekommen sind, konnte ich kaum. Fahrzeug war wenig gewesen, war echt preislich gut gewesen. Ein A-Wing hat gekostet 50 D-Mark, 25 Euro. War okay gewesen. Dann kam Episode 1 raus, dann war dann plötzlich der Preis 15 D-Mark, 7,50 Euro. Okay, habe ich auch noch gesammelt, die ganzen Figuren auch noch. War noch übersichtlich gewesen. Ich habe dann, wie gesagt, gesammelt, wie gesagt, auch Fahrzeuge gehabt, aber nicht alle Fahrzeuge. Anakin habe ich boykottiert, diesen Anakin-Fahrzeug zum Beispiel. Und dann kam später Saga Episode 2 raus und dann war der Preis plötzlich 10 Euro. Also 11 Euro, 12 Euro, 10 Euro um den Dreh. Und da kam erste Wave, waren 26 Figuren damals. Ich habe gedacht, spinnen die ein bisschen, habe den Lattenschuss gehabt, dann zwei Fahrzeuge noch, Snake-Preview-Figuren und dann, das war zu viel, habe ich dann aufgehört zu sammeln, was zu viel geworden ist. Einfach preislich, von der Menge her und so. Und ich habe auch gemerkt, im Nachhinein habe ich dann aufgehört, richtig zu sammeln, nur Sachen gekauft, die mir gefallen haben, dass ich dann viele Figuren hatte, die ich halt gekauft habe, weil ich die haben wollte, obwohl es irgendwie keine, wie soll ich sagen, weil es Figuren waren, die ich irgendwie hatte, aber nicht wirklich wollte. Weil ich gesagt habe, Star Wars drauf, kaufe ich, das war dämlich von mir gewesen. Und da habe ich dann nach und nach alle verkauft wieder, weil ich habe eigentlich alles komplett gesammelt, was Star Wars auch gestanden hat. Aber zum Thema Masters of the Universe. Es gibt ja auch viele jetzt, die Masters of the Universe Origins und wie heißt die andere Serie nochmal? Masterverse sammeln, komplett sammeln. Ich kann es verstehen, dass einige dann alles haben wollen, Masters of the Universe draufsteht. Es wäre schön, wenn die ganzen Figuren rauskommen von Vintage, kann ich verstehen. Aber Origins und Revelation, Masterverse, bringen ja Figuren raus. Einige sind, wie gesagt, einige Sammler müssen aber echt zugeben, wenn ich jetzt komplett sammeln sollte, dass einige Figuren dabei sind, die einfach nur grottig sind, finde ich. Zum Beispiel Sandman. Was hat der zu suchen mit Masters of the Universe? Das ist eine Figur. Wenn ich komplett Sammler wäre, würde ich die trotzdem weglassen, weil es kein Masters für mich ist. Das ist so eine Sache irgendwie. Man kauft halt alles, was Masters of the Universe draufsteht. Die ganze Serie, zum Beispiel hier, diese Wave hier, ist das die Wave mit Katra. Habe ich gekauft, wie gesagt, 7 Euro, das ist halt gut, dass ich gekauft habe. Hier andere Figur, He-Man, Zodek, Skeletor und Katra. Wie gesagt, also die Figuren, wenn ich die sammeln würde jetzt, preislich ist es extrem, finde ich. Also die kosten 28 Euro, wenn die neu sind, dann sortiert 20 Euro. Mir bei Preis zu viel 20 Euro für so eine Figur, für die komischen He-Man und komischen Skeletor zum Beispiel. Ich würde sie vielleicht kaufen für 7 Euro, wenn die rauskommen würden. Aber ich würde jetzt bei der ganzen Line nicht sagen, würde ich jetzt alles komplett sammeln irgendwie. Das macht keinen Spaß, wenn man so guckt irgendwie bei einem Mastersverse zum Beispiel irgendwie. Da gibt es Figuren oder bei Origins Figuren explosiv bei Mattel Creation heißt die mittlerweile. Gibt es Figuren explosiv da zu kaufen, dann kannst du bestellen, online bestellen, dann Versandkosten, Zollgebühren drauf. Das ist nicht schön, finde ich. Und dann kommt dazu, dann gibt es Figuren nur, die USA explosiv sind, zum Beispiel Snoutspout. Und die andere Figur war es gewesen, ich überlege gerade noch, war noch eine Figur gewesen, Snoutspout, den ich auch ärgern möchte. Aber überlege, habe ich die Figur noch, Snoutspout und noch einer. Das war der Elefant, da war noch eine Figur gewesen, die auch geärgert hatte. Genau, das war Leech gewesen. Leech, explosiv, USA, das heißt, wenn man die sammeln will, alle haben will, zahlt man dann 50 Euro, 40 Euro für die Figuren, das ist überteuert, finde ich. Oder Grislor, explosiv, kann man nicht mehr bestellen, konnte man bestellen, verpasst gehabt, dann kostet die Figur jetzt 50, 60, 80 Euro. Das macht keinen Spaß, und vor allem, mir geht es ja darum, mit komplett sammeln, muss man wirklich alles komplett sammeln vom Masters? Wie gesagt, kann man nicht so einen Strich machen, irgendwie sammeln die Figuren, die mir gefallen. Ich habe keine Masters, rosa Masters-Brille auf und kaufe Figuren, alles für Masters draufsteht. Also meine Meinung ist, sammeln macht Spaß. Wenn die Figuren cool sind, kann man sie kaufen, wie gesagt, man muss nicht alles von der Serie kaufen. Also jetzt mal ehrlich, jetzt als Fans, von Fans zu Fans, findet ihr diesen He-Man und diesen Skeletor wirklich gut? Ich finde die so grottig irgendwie. Das ist so animationstechnisch dargestellt. Ich finde es dämlich und He-Man hat so eine schwarze Strumpfhose an. Macht dann auf Batman. Ich finde die Figuren grottig, ehrlich gesagt. Also ich würde mir die Figuren nicht kaufen. Wenn ich komplett Sammler wäre, bin ich nicht. Ich sammle Figuren, die mir gefallen. Ich habe ein paar Mastersverse-Figuren, Origins-Figuren, aber nur die Figuren, die ich wirklich haben wollte. Und ich kaufe nicht alle Figuren, die, sagen wir mal, als beste Beispiel, wenn die billig werden sollten, würde ich trotzdem nicht kaufen. Zum Beispiel Sammler hat das letzte Mal gekostet irgendwie 2 Euro oder 3,50 Euro.
will ich nicht ausgeben. Auch wenn es 1 Euro kosten würde, weil die Figur, ich muss sie nicht haben. Auch wenn die, sonst will ich sie weiter verschenken oder so, weil ich die Figur nicht leiden kann zum Beispiel. Oder die anderen Sun-Männer, das sind schreckliche Figuren, finde ich. Aber so, ich verstehe halt nicht, dass einige Leute die Serie komplett haben. Ich meine, ich verstehe es nicht, dass man die Serie dann alles haben will von der Serie. Ich meine, man muss doch mal zugeben, also ich kann mich vorstellen, ehrlich jetzt, dass einige Fans wirklich jede Figur gut finden, die bei Masters of the Universe rauskommt. Es kann, wie gesagt, diese komische Expandor-Figur da bei Mattel Creation, da diese große Mastersverse-Figur, das ist doch irgendwie so eine komische Statue. Die haben mich, erinnert mich ein bisschen an Eve, diesen von diesen Spezies-Film, Horrorfilm war es gerade, diese Alien-Frau da irgendwie. Ich finde die Figur grottig, das ist kein Masters für mich. Oder andere Figuren, meine, muss man mal ehrlich jetzt überlegen, sammelt man die Figuren, weil die einem gefallen oder weil man die Serie komplett haben möchte? Das ist echt eine interessante Frage, finde ich. Man kann ja das auch differenzieren, komplett sammeln, alle Figuren, die bei uns in Deutschland rausgekommen sind, alle Figuren, die normal sind, also USA und Deutschland rausgekommen sind, alle Figuren komplett, Masters Mattel Creation exklusiv zum Bestellen, alle Figuren, dann San Diego Comic Con, ist auch so eine Sache, wenn wir jetzt komplett sammeln wäre, ist es richtig teuer, wenn die Sachen rauskommen, irgendwie diese exklusiv San Diego Comic Con Sachen. Zum Beispiel kostet dann dieses eine Pack da, dieser He-Man mit Adam mit blauen Rüstung damals, diese erste Adam-Version damals mit Skeletor zusammen, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, dieser San Diego Comic-Con-Pack zum Beispiel kostet dann irgendwie 200, 300 Euro. Oder dieses Horde-Pack, wo da, überleg gerade, wo da der schwarze Horde-Trupper bei ist und die anderen rote Horde-Trupper, glaube ich, Hordak und so. Das ist preislich, ehrlich gesagt, auch 200, 300, 400 Euro. Oder dieses Grayskull-Con-Set, wo da Merman, Man-at-Arms, Skeletor, He-Man dabei ist, glaube ich, oder Beast, weiß ich gar nicht mehr genau, außer Exklusiv-Set. Warum sammelt man das denn so teuer? Die Figuren kamen auch einzeln raus. Ich verstehe halt nicht diese Logik von komplett. Ich habe früher auch gesammelt, wie gesagt, aber früher war es eine andere Liga gewesen. Ich hatte damals direkt gesammelt bei Star Wars vor allem die normalen Figuren, USA, Dings, aber keine Lego Comic Con Sachen, nicht gesammelt, zu teuer gewesen. Oder ich habe damals auch Masters of the Universe 2000X komplett, fast komplett gehabt. Ich habe Figuren weggelassen, weil ich die scheiße gefunden habe. Diesen Disco Skeletor, kennt ihr diesen komischen mit orangen Kopf und so, die fand ich grauenhaft. Habe ich weggelassen. Oder diese andere Figur, diesen Dschungel-Attack-He-Man, habe ich auch weggelassen, weil er mir zu Rambo-mäßig aussieht. Ich will kein Rambo haben bei He-Man-Figuren. Ich mag Rambo, ich liebe Rambo, aber nicht als He-Man. Das habe ich nicht gemocht, die Figur. Sonst habe ich alle Figuren damals gehabt. Ich habe sogar diesen Repaint Trap Show gehabt, Repaint Beastman gehabt. Hat Spaß gemacht. Fahrzeuge habe ich fast alle gehabt, aber nicht alle. Die ganzen exklusiven USA-Fahrzeuge habe ich nicht gehabt. Und die ganzen Fahrzeuge, die rausgekommen sind, habe ich gehabt. Also Dragon Walker habe ich gehabt, diesen Battle Tank, Skeletors, Fahrzeug, wie hieß das nochmal? Charint oder so, keine Ahnung, habe ich gehabt. Diesen Spitbull habe ich gehabt, also die Battle Bones habe ich gehabt, Pantor, Pantor Samurai, Mecha Pantor, Mecha Battle Cat, diesen Raptor habe ich gehabt. Das war nicht Ninja, war das dieser Samurai Battle Cat, das gegeben, und Samurai Raptor habe ich auch gehabt. Also wie gesagt, viele Sachen gehabt, aber hat Spaß gemacht, das war günstig, teuer gewesen. Die Figur kostet damals 10 Euro eine Figur, war ich günstig gewesen. Aber Fazit wollte ich sagen, wie findet ihr das denn komplett sammeln? Ist das schön und sollte man das oder das nicht machen? Sollte man das sammeln, was man mag? Und meine Frage, wenn ihr das ein Video gucken sollte vom Komplettsammlern, warum sammelt ihr komplett? Findet ihr wirklich jede Figur gut, die rauskommt, wenn ihr jetzt Origins komplett sammelt? Findet ihr wirklich die ganzen scheiß Sunman-Figuren gut? Ich finde die grauenhaft. Das ist kein He-Man, das ist absolut kein Masters of the Universe. Das sind schrottige Figuren, die nichts damit zu tun haben. Die hätte man das eine Line verkaufen sollen, wenn die nach einer Figur eingestellt wurden. Okay, sagen wir bis bald und schönen Freitag noch. Ciao.